Herzlich willkommen zurück bei GC. Nach 6 Jahren kommst du zurück auf Zürich. Was waren die Gründe für diesen Wechsel? Also die Gründe waren eigentlich schon länger klar. Also, solange ich noch fit bin und körperlich und auch mental, wollte ich immer wieder zu GC zurück. Das war für mich immer so. Und jetzt war der Zeitpunkt eigentlich perfekt für den Wechsel. Und ich freue mich enorm, enorm wirklich wieder hierher zurückzukommen. Du bringst sehr viel Erfahrung mit. Du hast 60 Bundesligaspiele absolviert. Dazu kommen 42 Spiele mit der albanischen Nationalmannschaft. Was bringst du sonst noch mit für andere Qualitäten? Ja, eine gewisse Mentalität, die ich in den Jahren noch mehr aufgebaut habe. Eine Mentalität auf dem Platz, neben dem Platz. Was auch wichtig ist, die Jungen mitführen. Aggressivität, eine Leaderfunktion. Und da habe ich alles zugeleitet in den letzten Jahren. Und da freue ich mich, denen, mit GC zusammen das auf dem Platz zu zeigen. Du bist letztes Jahr an FC Basel ausgelenkt. Du hast am Anfang einige Spiele verpasst aufgrund einer Verletzung. Wie sieht es aktuell um deinen Fitnessstand aus? Ich bin gesund. Ich habe mit der Nationalmannschaft letzte zwei Spiele gemacht. Jetzt habe ich 12 Tage Pause gehabt. Ich musste ein bisschen abschalten. Ich bin jetzt völlig bereit für die Vorbereitung. Und ja, die Verletzung war ein bisschen blöd, aber schlussendlich habe ich noch ein paar Spiele gemacht. Und jetzt weiß ich, wie die Super League ist. Jetzt bin ich ready für GC. Topper sind zurück in der Super League. Wie hast du GC in den letzten Jahren verfolgt? Sehr intensiv. Also, wenn ich kein Spiel selber hatte, habe ich sie versucht, immer anzuschauen im Fernsehen. Und vor allem in der letzten Saison, vor allem am Schluss, bin ich auch sehr am Zittern gewesen. Also ich war vor dem Fernsehen und habe nur gehofft, bitte arbeitet jetzt und kommen durch. Und es hat geklappt. Ich bin enorm froh darüber und froh, dass ich in der Super League jetzt mit dieser Mannschaft angreifen kann. Klar, es wird nicht einfach, aber wir werden alles machen wie der Club. Danke, Amir, einen guten Start. Bitte schön.